Ich werde heute die ganze Stadt Sydney leer essen. Dabei werden wir die verschiedensten süßen und salzigen Foodspots abchecken und eine Menge Kalorien laden. Wir haben leider den letzten Tag unserer Australienreise. Und natürlich muss die größte Stadt Australiens mit über 5 Millionen Einwohnern dabei sein. Deswegen habe ich mir die heftigsten Foodspots rausgesucht und in diesem Video vereint. Und ich kann euch sagen, es sind Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Mochi-Eis. Darauf freue ich mich so extrem. Sowas habe ich noch nie irgendwo auf der Welt gesehen. Und es wird wirklich ein richtiges Fest. Wir beginnen den Tag und das Video mit dem ersten Spot. Und das ist das Café Bills in Bondi Beach. Den kennt vielleicht einige von euch, weil er unter anderem für die krass fitten Leute, coolen Cafés und Surfspots bekannt ist. Und natürlich den legendären Strand. Und wir dachten uns, wir beginnen den Tag klassisch mit einem Avocado-Toast, der einfach wunderschön auf einem Sauerteigbrot präsentiert wird. Dazu ein Poached Egg und etwas Limette. Das passt natürlich richtig geil zur Avocado mit ein bisschen Salz. Die Leute, die auf Franklin TV die Vlogs aus Australien geschaut haben oder schauen, die wissen eh Bescheid, dass Sophia sich jeden Tag eigentlich so einen Avocado-Toast bestellt. Und das eigentlich so mit der schönste Moment, wenn man dieses Poached Egg aufmacht und man mal wieder merkt, dass es sich echt lohnt, dass man einen großen Mund hat und man solche Sachen auf einmal in den Mund bekommt, weil dann können sich alle Geschmäcker im Mund vereinen. Natürlich darf ein Kaffee nicht fehlen und man muss wirklich sagen, die Australier machen den Kaffee extrem geil. Wunderschöne Latteart und richtig starken, geilen Kaffee mit einem echt guten Espresso auch. Also Kaffee Australien kann man machen. Was wir ja auch schon häufig gesehen haben, ist bei den Pancakes mit Butter drüber gemacht. Hier jetzt so eine Leimbutter. Die nehmen dann Butter, machen auch ein bisschen Limette rein und das bringt so ein bisschen Säure zu dem fettigen Geschmack. Dazu gepaart mit Ahornsirup, den wir gerade schön drüber gegossen haben. Und das darf natürlich nie fehlen beim Frühstück. Schöne Pancakes. Ich denke, man sieht auch, wie extrem fluffig die sind. Boah, als würde man in eine Wolke reinbeißen. Hier haben wir noch eine Banane. Das sind wirklich extrem, extrem geile Pancakes. Und was ist, wenn ich euch sage, dass das hier wahrscheinlich somit noch das langweiligste Essen des Tages war? Wir essen es auf und sehen uns beim nächsten Spot, der ziemlich günstig ist. Fertig mit dem Frühstück, Leute. Und nach was Süßem folgt immer etwas Herzhaftes. Wobei, ich weiß nicht ganz genau, ob wir das bei dem Video einhalten können, denn wir haben wirklich viele Foodspots und vor allen Dingen auch noch viele süße Sachen nachher. Was ich aber ganz selten esse und was ich auch mal in dieses Video einbauen wollte, sind Ramen. Und dafür befinde ich mich jetzt hier bei Mappen Noodle and Rice Bowl Bar. Ein bisschen weirder Name, muss ich sagen. Die gibt es ein paar Mal hier in Sydney und die sind sehr gehypt, weil die unter anderem super günstig sind, eigentlich ganz geil schmecken sollen und ich würde sagen, wir schauen einfach mal vorbei. Schaut von außen eher so aus, als hätte das Ding zu, aber es hat auf. Wir haben jetzt Ramen um 11 Uhr in der Früh, also so früh habe ich auch noch nie Ramen gegessen. Wie schon gesagt, ist der Laden hier unter anderem dafür bekannt, dass es so günstig ist. Ich habe jetzt hier drei Schüsseln vor mir mit Essen und dafür habe ich gerade mal 8 Euro gezahlt in Australien. Die Leute verdienen hier noch deutlich mehr als wir in Deutschland, also es ist wirklich quasi geschenkt. Wir haben hier einmal Reis mit etwas Sesam und Teriyaki Chicken, dazu ein bisschen Seaweed auch drin. Hier haben wir Udon Ramen mit Frühlingszwiebeln einfach drin in so einer Miso-Brühe, glaube ich. Und hier drüben, warte, das muss ich kurz nachschauen, wie das heißt. Hier drin befindet sich Tonkotsu-Ramen. Ich bin leider, also was so asiatischen Ramen angeht, bin ich echt nicht wirklich erfahren, weil ich das nicht so häufig esse, aber es schmeckt eigentlich ganz geil. Das ist mit so einer Schweineknochenbrühe quasi und ist so ein typisch japanisches Gericht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal hier. Ist ja im Endeffekt die asiatische Version von Spaghetti, oder? Kann man das so sagen? Ja, und bitte bringt mich nicht um, dass ich es mit einer Gabel esse. Ich weiß, das ist wahrscheinlich, manche Leute kriegen da wahrscheinlich einen Wirkreiz, wenn sie das sehen, aber wie gesagt, geht nicht anders. Ich bin da viel zu unfähig. Boah, die Konsistenz von so Udon-Ramen ist ja so nice. So richtig schön gummimäßig und weich. Ein bisschen eine leichte Schärfe. Von der Knochenbrühe merkt man jetzt eigentlich, schmeckt man gar nichts raus. Leicht sauer und scharf. Und den Frühlingszwiebeln dazu. Eigentlich sehr lecker, muss ich sagen. Hier nochmal, jetzt mit der Miso-Brühe. Schmeckt eigentlich fast genauso. Was ja so ein Gericht für mich wäre, weil das so ein bisschen fitnessfreundlich ist, wäre natürlich der Reis hier mit dem Teriyaki-Chicken. Man kann sich auch dreimal dieselbe Bowl bestellen für 8 Euro. Also man könnte sich drei so Hähnchen-Reis-Bowls bestellen für 8 Euro. Das ist einfach das Gericht dann nach dem Gym. Ich muss sagen, kann man machen. Hier drüben bestellt man sich das ganze Essen, stellt sich dann so ein bisschen zusammen. Hat so einen originellen Look, würde ich sagen. Recht simpel gehalten, der Laden. Kostengünstig. Ist wahrscheinlich jetzt kulinarisch nicht das allerkrasseste, aber Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall extrem. Und so Klassiker wie Burger und Pizza, wenn wir in dem Video auch noch haben. Jetzt hatten wir aber auch mal Ramen. Wir
haben 2 von 7 Foodspots abgehakt. Und das nächste, was kommt, ist was Süßes. Wir haben aber noch nicht das, worauf ich mich am meisten freue. Die Sachen, die kommen am Ende des Videos. Wartet ab. Was in dem Video nicht fehlen darf für mich, sind Cookies, weil dafür ist Sydney auch ziemlich legendär. Ich finde generell, dass die Stadt Sydney, wenn man auch mal so in die Richtung filmt, so ein bisschen einen New York-Vibe hat. Also man sieht viele Leute im Anzug, die hier irgendwie arbeiten und irgendwie so Finanzsachen machen. Es gibt noch nicht so viel Obdachlose, es ist nicht so dreckig und es kostet nicht mal ansatzweise so viel. Ich würde sagen, die Preise hier sind halb so teuer wie in New York. Und auch die Strände hier sind richtig heftig. Dazu kommen wir aber später noch. Jetzt schauen wir erstmal beim Banksia Bakehouse vorbei. Die haben unter anderem Cookies. Alle anderen möglichen Gebäcksachen, die süß sind. Und ich habe schon gehört, dass die Sachen hier richtig brutal sein soll. Man sagt sogar, es gibt hier die besten Cookies der Stadt. Wir können natürlich auch gleich komplett übertreiben und uns einfach so einen ganzen Kuchen bestellen. Hier drüben gibt es so einen Basque Burnt Cheesecake. Das ist auf Deutsch San Sebastian Cheesecake. Bei dem Anblick dieser Köstlichkeiten hätte ich am liebsten alles bestellt. Schaut euch einfach mal an, wie wunderschön jedes einzelne Gebäckstück in der Auslage hier aussieht. Ich konnte es dann auch nicht sein lassen und musste mir ein paar Sachen mehr bestellen. Ey, wir konnten uns wirklich nicht entscheiden, ne? Und was macht man, wenn man sich entscheiden kann? Man bestellt einfach alles. Wir haben ja heute auch einen dicken Cheat Day, also insofern wird hier auch ordentlich reingehauen. Wir haben einmal einen Cinnamon Swirl. Und schaut euch das Ding mal von unten an. Könnt ihr sehen, wie dunkel der ist? So ein, quasi wie ein Cronut, so eine Art, mit Zimt. Und dann oben drüber noch eine Zuckerglasur mit ein bisschen Pistazien. Mmh. Boah, gefüllt mit Blätterteig. Das Ganze ist so eine Blätterteig-Konsistenz. Wie gesagt, sehr ähnlich wie Dominic Ansel Bakery in New York. Einfach nochmal so ein extra fettiger Blätterteig quasi. Drin mit so ein bisschen Zimteinlagen. Sehr, sehr gut. Außerdem, natürlich wie angekündigt, haben wir uns einen Cookie bestellt. Die sind nicht warm, sondern kalt. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir eher... Die sehen so von innen aus. Ist auf jeden Fall reichlich Schokolade drin, würde ich sagen. Und das hier sind immer richtige Kalorienbomben. Also gerade so Cookies knallen richtig rein. Die brauchen aber auch eine Menge Butter und Fett, dass die so diese geile Konsistenz, so ähnlich wie die Subway-Cookies haben, dass die so richtig schön... nicht so bröselig sind, sondern so richtig auseinandergehen und richtig weich sind, am Gaumen kleben. Das Ganze dann gepaart mit so einer schön fettig süßen schokoladigen Konsistenz. Geil. Ein richtiger Schmackofatz, Alter. Was wir uns auch noch bestellt hatten, was ich auf Social Media einige Male gesehen hatte, ist dieser Hazelnut Swirl. Und da könnt ihr quasi das sehen, was ich gerade beschrieben habe bei dem Cinnamon Swirl auch. Dieser Blätterteig, der hier so langsam eingerollt wurde. Und da ist drin, glaube ich, auch nochmal eine Füllung mit Haselnuss und Schokocreme. Junge, Junge, Junge. Preislich auch im Großen und Ganzen noch in Ordnung. Das ist ja ein Handwerk, Handwerkskunst. Die machen das da alles selber. Und das hat jetzt, glaube ich, hier 7 Euro gekostet ungefähr. Also ist okay, würde ich sagen. Aber schmeckt es auch nach 7 Euro oder schmeckt es nach mehr? Mal schauen, wie beiße ich das am besten rein. Okay. Oh ja, hier. Ich glaube, man erkennt es. Ja, wir haben hier so eine Nuss-Nougat-Creme drin, die hier noch rauskommt. Richtig schön weich. Mit der Schokolade von außen verbindet sich das Ganze. Hier ist sogar noch schön kalt drin, gleich gekühlt. Hier seht ihr das. Habt ihr da auch gerade Bock drauf, Leute? Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch gerade eine Diät machen, die das Video sehen. Ich weiß sogar, dass manche Bodybuilder, Wettkampf-Bodybuilder, meine Videos anschauen in der Wettkampfvorbereitung für den Wettkampf. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wer macht eine Diät. Einmal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Oder lasst mal einen Daumen da, wenn ihr gerade selber was esst oder so. Das sind, glaube ich, auch mal recht viele. Wenn man sich abseits von solchen Tagen wie heute sauber und ausgewogen ernährt. Das ist nicht meine alltägliche Ernährung. Umso mehr genieße ich das jetzt, wenn ich mal sowas essen kann. Man ist ja auch nicht alle Tage in Sydney. Okay. Ui. Das schmeckt wie so ein abgeleveltes Schokocroissant. Also so ein Nougat-Croissant. Heftig. 2 Mythen, die ich jetzt widerlege. Erstens, vom Salat schrumpft der Bizeps. Und zweitens, kochen muss immer viel Aufwand sein. Da ich natürlich nicht immer so ungesunde Sachen esse wie in dem Video, esse ich halt abseits von meinen Videodrehs relativ clean. Und hier ist eine Möglichkeit, HelloFresh. In kürzester Zeit kann ich hier zum Beispiel so einen Linsensalat mit Hähnchen machen, der 43 Gramm Eiweiß und gerade mal 650 Kalorien hat. Ein perfektes Mittagessen, was ich mir schnell zubereite. Ihr könnt online Gerichte bestellen und die werden dann wöchentlich zu euch nach Hause geliefert. Das Ganze kommt in einem schönen Paket an, super frisch. Und das Beste ist, es ist keine Abo-Falle, sondern
sondern ihr könnt es wöchentlich kündigen. Mein Motto ist ja immer, keine Ausreden. Und was hat das mit HelloFresh zu tun? Ich persönlich finde, es gibt keine Ausreden mehr, wenn man sich dort die High-Protein-Gerichte bestellt, weil ihr gesunde Rezepte wie jetzt das hier nach Hause geschickt bekommt, in dem Fall mit Hähnchenbrust, die viel Eiweiß liefert, genauso wie die Linsen hier. Ihr habt nichts anderes daheim, ihr müsst nicht einkaufen gehen, ihr spart euch Zeit. Und einer meiner Haupttipps zum Abnehmen ist es immer, keine ungesunden Sachen zu Hause zu haben. Wenn ihr also gar nicht erst in den Supermarkt gehen müsst, weil ihr euch die Sachen so bestellt, habt ihr natürlich auch nichts daheim. Innerhalb von 25 Minuten habe ich jetzt das hier gekocht. Süßer Senf mit Pflaumenmus im Linsensalat. Kommt ungelogen, ziemlich geil. Wenn ihr persönlich HelloFresh mal testen möchtet, könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung bis zu 120 Euro auf eure ersten 9 Bestellungen sparen. Schaut also liebend gerne mal vorbei, probiert's aus und entdeckt vielleicht das Kochen für euch ohne großen Aufwand. Ich lasse es mir schmecken und bedanke mich bei HelloFresh fürs Sponsoren des Videos. Zurück nach Australien. Wir haben aufgegessen, Leute. Ich muss sagen, langsam bin ich ein bisschen satt. Und das Geile ist, man muss hier in Australien eigentlich fast nie für Wasser zahlen. In den Restaurants kriegt man das umsonst. Und wenn man nicht gerade im Restaurant ist, auf der Straße. Würdet ihr daraus trinken? Nee. Ich schon. Schmeckt ganz normal. Was auch cool ist, das Wasser, was nicht genutzt wird, das läuft dann hier runter. Und das kann man hier rauslassen für einen Hund. Oder, ja. So, Freunde, heute... Zu Fuß ging's weiter durch die Stadt Sydney. Und ich hatte diese Metropole wirklich nicht so schön in Erinnerung. Aber wir haben jede Minute dort genossen und die Schönheit und Vielfältigkeit der Stadt absolut aufgesogen. Wir sind auf dem Weg zum 4. Foodspot und haben gerade das Intro hier abgedreht, Leute. Vor dem Opera House. Und hier drüben sieht man auf der anderen Seite auch die Harbour Bridge von Sydney. Und das Krasse ist, dass wir beide... Ja. Vor wie vielen Jahren? Vor 7 Jahren, glaube ich, waren wir schon mal hier, genau an diesem Ort. Und da haben wir dieses Foto aufgenommen. Und jetzt in unserer Reise haben wir dieses Foto hier aufgenommen. Genau. Ihr könnt ja mal, wir hatten damals halt auch Sonnenbrillen auf. Das ist auf jeden Fall mega lustig und surreal, hier so nach so vielen Jahren wieder dort zu sein. Damals haben wir noch kein YouTube gemacht, kein Social Media. Wir haben gemeinsam damit begonnen. Wir waren schon zusammen, bevor wir überhaupt einer von uns beiden Instagram oder Social Media irgendwas gemacht hat. In dem Sinne würde ich sagen, Schatz, einen Kuss auf den Erfolg und ja, es war damals auch schon immer ein bisschen mein kleiner Traum, sowas mal zu machen und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, einfach anfangen. Deswegen Leute, an euch da draußen, wenn ihr auch mal Träume, Wünsche habt, fangt einfach an, macht's einfach. Wer nicht wagt, kann nicht gewinnen und am Ende muss man einfach Spaß haben und durchziehen und irgendwann anfangen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum nächsten Spot, der ist wieder was Salziges. So, die Jungs machen Sport. Und ich gehe jetzt hier Burger fressen. Denn dort soll es mit die besten Burger der Stadt geben. Und der Anblick in die Küche sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Schön gesmashte Patties, saftig würzige Soßen und das Ganze verpackt in einem butterweichen Brioche-Bun. Leute, das Video wird gefühlt immer krasser und krasser. Wirklich, es sind alles solche Banger, die Foodspots. Wir sind jetzt bei Bar Luca und das ist so einer der gehyptesten Burger-Restaurants in der Stadt. Ich habe wirklich gestern den ganzen Tag nur mit Recherche verbracht. Ein Zuschauer, der mich im Gym angequatscht hat, der hat das auch bestätigt, dass die Burger hier wohl sehr, sehr gut sein sollen. Und ich habe mir einen Mac... Warte mal, ich will, dass Sophia das sagt. Du hast dir einen Mac Daddy bestellt. Ja, Mann, Leute, das ist quasi der Ableger des Big Mac, nur in Super Premium und noch mal größer. Wir haben hier insgesamt 3 Brioche-Buns mit doppelt Käse und der schaut wirklich saftig seinen Urgroßvater aus. Bevor wir da jetzt aber reinbeißen, schauen wir uns erstmal hier den Mais an, den ich mir bestellt habe. Das ist Chipotle-Mais mit ein bisschen Parmesan drüber. Hier noch eine kleine Limette. Ah, die gleitet mir aus der Hand. So, ich schätze mal, dass es ziemlich wichtig ist, dass man das drüber macht. Einfach für den Geschmack, damit man ein bisschen so Frische drin hat. Oh yes. Und jetzt nehmen wir so ein schönes Stück. Ich glaube, man muss es immer noch abnagen. Doch. Und dann hat man hier leicht rauchigen, käsigen, fettig-salzigen Mais. Ein bisschen, mir ist er zu rauchig, aber ist eine willkommene Abwechslung. Habe ich so auch noch nie gesehen, dass man den in so krass dünne Stücke schneidet. Seht auch, wir haben gerade mitten am Tag, es ist irgendwie 13 Uhr oder so. Der Laden ist prappelvoll, hier ist richtig viel los. Die Leute kommen ja einfach zum Mittagessen her. Zu trinken gibt es eine schöne Limo. Ah. Und jetzt beißen wir einfach mal in dieses monströse Ding hier rein. Der Mac Daddy, oh yes baby, rein in den Daddy. Der geht in meinen Mund. Guten Appetit. Oh yes Daddy, wow. Da passiert eine Menge im Mund. Es ist, die haben so eine selbstgemachte Big Mac Soße drauf gemacht. Hier unten einfach ganz normal auch den Eisbergsalat in kleine Stücke geschnitten. Ein Smash Patty. Dann das Ganze mit so einem schönen frischen Brioche Bun. Im Endeffekt so, wie man sich eigentlich einen Big Mac wünscht und wie er aussehen sollte, sage ich mal. Schaut euch das einfach mal an. Was für ein Ding. Der tropft hier runter. Geil.
Lass ich mir schmecken. Sehr solides Ding. Würde ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen sagen, eine stabile 8,7 von 10. 8,5, 8,7 von 10. Gut. Aber wir haben bei uns in München auch sehr stabile Burger. Kuss geht raus. Wir lassen uns schmecken. Guten Appetit. Wow, der hat ganz schön gesättigt, das Ding. Ich muss aber sagen, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Burger aus einem der letzten Videos, dieser Breakfast-Burger. Der hat mich noch deutlich mehr umgehauen, weil das einfach was war, was ich noch nie gegessen habe. Ohne Fleisch und der kam so unerwartet geil. Der war gut, aber für mich mit Abstand nicht der beste Burger, den ich je gegessen habe. So, wir haben noch drei richtig kranke Foodspots. Unter anderem noch einen Donutladen, das Mochi-Eis und am Abend einen gestörten Italiener. Prego. Bevor wir jetzt aber weiter essen, schauen wir mal kurz am Meer vorbei. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Das Essen war ja auch ganz nett, aber das hier kann auf jeden Fall mithalten, würde ich sagen. Das ist ein Strand einfach mitten in Sydney, Leute. Und so eine große Stadt mit über 5 Millionen Einwohnern mit so schönen Stränden, das gibt's nicht häufig. Ich meine, diese Buchten sehen aus wie aus einem Reisekatalog, befinden sich aber mitten in einer Riesenmetropole. So oder so ähnlich war meine Erfahrung während meines ganzen Australien-Aufenthalts. Dieses Land ist für mich einfach eine 10 von 10. Also die HSV-Fans sind hier in Sydney auf jeden Fall sehr aktiv gewesen. Aber auch so Sachen wie Rewe und Düsseldorf sind natürlich vertreten. Wir genießen noch kurz ein bisschen die Sonne am Strand und dann würde ich sagen, es geht weiter mit dem nächsten Foodspot. So, fertig gebadet, fertig mit dem Strand. Wir sind jetzt hier in einem District mitten im Zentrum von Sydney. Und auch hier sieht man eigentlich, wie schön die Stadt ist und die Architektur und wie sauber das alles ist. Also wirklich, ey, ich müsste eigentlich von Australien bezahlt werden, aber ich sag's euch, wenn ihr das irgendwie finanziell und zeitlich gestemmt bekommt, reist wirklich mal nach Australien. Ich habe schon USA 4-mal gesehen, bin jetzt zum 2. Mal in Australien und ich würde jedes Mal diesen einen Tag Anreise mehr in Kauf nehmen, um hier zu kommen, weil einfach, finde ich, die Städte viel geiler sind. Sydney, safe, eine der Top, weiß es nicht, 5 oder 6 oder 7 Städte der Welt, wo ich jemals war. So, und jetzt sind wir hier bei Coffee and Donuts. Der Laden heißt Shortstop und die haben halt ganz, ganz, ganz wilde, heftige Donuts. Beim Anblick dieser wunderschönen, runden, frittierten Gebäckteilchen würde wahrscheinlich selbst ein Homer Simpson aus Springfield, USA den weiten Weg über den Teich wagen und in das Land voller tödlichen Tiere reisen. Das Video, also für mich ist das eines der krassesten Food-Videos, was ich, glaube ich, bisher gedreht habe, weil wenn ich allein diese Donuts hier sehe, wir haben hier nicht einfach einen regular Glazed Donut, sondern einfach einen Glazed Donut mit Vanille drin, also mit so einer Vanilleschote ein bisschen reingehobelt. Dann haben die, also der ist richtig schwer. Ich bin gespannt, ob der jetzt auch so schön fluffig ist oder nicht. Oder es gibt halt 1000 Arten, irgendwie Burger zu machen, eine Pizza zu machen, aber auch einen Donut zu machen oder es sich selbst zu machen. Je nachdem, jeder wie er mag, ne? Mhm. Schön fluffiger Teig drin, oben drüber eine saftige Glaze mit einer leichten Vanillenote. Zuckrig süß. Mhm. Geil, Mann. Ist aber nicht so fluffig wie die von Krispy Kreme. Die feiere ich mehr. Also Krispy Kreme Donuts zeichnen sich ja vor allem dadurch aus, dass die so super weich sind. Wir haben hier zu trinken Cold Brew Coffee mit Wasser, nennt sich auch Long Black. Ist kein Bier, kommt aber ziemlich geil dazu. Vor allen Dingen schön kalt. Man muss halt Kaffee mögen, gleich bittere Note als Gegenspieler zu dem Süßen hier. Und auch mit Kaffee wurde uns dann hier, das war das Iced Black Coffee irgendwas. Das ist wie ein Churro mit Schokolade, mit einer Glaze aus Iced Coffee und Zucker, glaube ich, drüber. Ich glaube, ich habe gerade zu viel Kaffee getrunken, dass ich jetzt hier noch den Kaffee groß rausschmecke. Schmeckt ganz leicht nach Kaffee, aber ist jetzt nicht so krass. Zu guter Letzt haben wir hier noch einen Walnut Brown Butter Donut. Hier auch ein bisschen Vanille drin noch dazu. Okay, der ist krass. Digga. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es hat diese nussige Note von der Brown Butter. Schmeckt viel besser, als er ausschaut. Ganz ehrlich, schaut jetzt nicht spektakulär aus, aber schmeckt köstlich. Ey, aber somit Donuts, auch Haken hinter. Jetzt kommen wir zu dem Foodspot, auf den ich mich, glaube ich, am meisten in dem ganzen Video freue. Und zwar zum Mochi-Eis. Das kann ich mir, also ich hoffe, dass es so krank, wie es auf Fotos aussah. Wirklich, ich bin jetzt mega gespannt. Lass mal ganz unauffällig händchenhaltend an der Kamera vorbeigehen, so als wenn nichts wäre. Damit wir dann bei Ice Kirin Bar ankommen. So, wirklich, ihr wisst nicht, wie gehypt ich darauf bin. Ihr müsst wissen, ich liebe Mochis. Und dieses Foto, was ich euch hier einblende, als ich es gesehen habe, ich kann mir da so viele Geschmäcker drunter vorstellen. Ich hoffe, das schaut auch so aus und wird auch so schmecken. Der Laden heißt Ice Kirin Bar und befindet sich hier mitten in Sydney am Regent Place. Das ist so ein Einkaufszentrum hier drin, was ultra asiatisch ist. Da gibt es nur asiatische Läden. Es müssen an die 50, 60 Läden und Restaurants, die alle ausschließlich asiatisch und asiatisch besucht sind. Hier, genau dafür bin ich hergekommen, Leute. Make it
Daifuku. Boah, das schaut so befriedigend aus. Und hier auch die ganzen Eissorten, richtig, richtig dick. Ganz hinten sieht man Matcha und es ist ultra grün. Die holt jetzt hier die Eiskugeln und macht die dann in so einen Mochi-Teig rein. Der besteht ja unter anderem aus Reismehl, Tapioca-Stärke. Ich habe sowas auch schon mal selber gemacht. Ist gar nicht so schwer. Oh Gott, das schaut ja unnormal geil aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schaut das geil aus. Oh mein Gott, Leute. Wow. Und jetzt auch noch, wir haben noch ein zweites genommen mit schwarzem Sesam. Alter. Boah, ist das geil. Wow. Ey, das ist eine der geilsten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, was Essen angeht. Gut, Leute, leider reißt es gerade hier ein bisschen auf, während wir es in der Hand halten. Wir wollen es mal schnell probieren. Oh mein Gott, ist das geil. Das schmeckt so intensiv nach Matcha. Man hat außen ganz dünn diesen Mochi-Teig. Der ist halt super befriedigend zu essen. Das ist wie diese kleinen Mochi-Bällchen, die man im Supermarkt kaufen kann. Nur in XXL. Und solche Sachen in XXL sind ultra befriedigend zu essen. Boah, ist das geil. Da drin befindet sich natürlich das Eis. Schmeckt super hochwertig. Soll ich da einmal probieren? Hier haben wir noch schwarzer Sesam, Leute. Oh mein Gott, ist das geil. 10 von 10 vom Geschmack. Der Sesam schmeckt so intensiv. Das ist fast schon so eine Erdnussnote, weil das so intensiv schmeckt. Das schmeckt ein bisschen wie Peanut Butter. Wenn ihr in Sydney seid, müsst ihr hierher gehen. Ich habe das noch nie in meinem Leben, also so wie in der Eisdiele, irgendwo auf der Welt gesehen. Eigentlich super einfach, aber ultra geil. Wir haben heute 34 Grad hier, Leute. Wir blenden es euch mal ein und deswegen schmilzt das Eis so schnell weg. Boah, sehr willkommene Abwechslung in diesem Video nach Donuts, Burgern und allem anderen. Wir lassen uns diese geile Sache schmecken und dann geht's zum letzten Foodspot. Wir haben ja heute schon wirklich eine Menge gegessen, Leute. Aber bevor wir jetzt zum letzten Restaurant kommen, was, glaube ich, richtig, richtig krank wird, ich freue mich mega drauf, werde ich jetzt noch ein bisschen Sport treiben und ins Fitnessstudio gehen. Das ist für mich einfach so Teil meiner Routine. Auch wenn man unterwegs ist und reist, dann wird das einfach irgendwann ja, Routine. Man braucht nicht mehr große Motivation, es macht mir Spaß. Und es muss auch nicht jedes Mal ein 2-Stunden-Workout sein. Ganz im Gegenteil, eine Stunde oder dreiviertel Stunde sogar ist absolut aus. Und ich genieße das dann auch immer, einfach schön ein bisschen spazieren zu gehen. Man freut sich schon so aufs Gym und hat schon richtig Bock. Das ist halt so die Consistency, langfristig durchzuziehen. Und dann ja, kann man halt die Form auch langfristig halten, auch wenn man sich ab und zu gönnt. Kulinarisch war der Tag ja schon wirklich ein voller Erfolg. Ich wollte ihn aber noch so richtig abrunden. Deswegen durfte eine kurze Workout-Session einfach nicht fehlen. Ich meine, ihr kennt's, man fühlt sich danach richtig gut und es macht ja einfach auch Spaß. Noch dazu, weil an dem Tag Brust und Arme auf dem Programm standen. Und zumindest die Jungs da draußen kennt's, das ist einfach ein geiler Tag. Und ich wusste ja auch schon, welcher Foodspot als nächstes ansteht. Und zwar Cucina Romana. Am Eingang an der offenen Küche vorbeigehen, habe ich schon einen kurzen Blick auf die köstlichen Speisen werfen können. Und das, was uns dort erwartete, war einfach von einer anderen Welt. Ey, wirklich. Mein Grinsen ist mir sowas von ins Gesicht gemeißelt, Leute. Ich habe so Bock auf diesen Laden, weil ich glaube, das wird unnormal geil. Wir haben uns 3 Hauptgänge bestellt. Wir bestellen uns wahrscheinlich noch 2 Nachtische und nehmen eine Vorspeise. Und das ist frittierter Reis mit Käse, glaube ich, und so einer Trüffelmayo drüber. Ist richtig hart außen die Kruste. Beißen wir mal rein, hoffentlich verbrenne ich mich nicht. Das ist, oh ja, Gott, wie geil. Wir haben hier ein Trüffelrisotto drin mit frischem Käse, der noch schön Fäden zieht. Alter, arschheiß, aber ultra lecker. Oh. Frischer Trüffelkäse frittiert. Aber nicht so amerikanisch frittiert, sondern auf europäische Weise frittiert. So dass es auch nach was schmeckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Das lassen wir uns schmecken. Der Hauptgang, der wird richtig scheppern. Für diese Mahlzeit würde ich sagen, übergeben wir mal an Sophia. Ich habe nämlich auch schon mal selber zu Hause Wodka-Pasta zubereitet. Und zwar nach dem Famous Recipe. Deswegen weiß ich, auf was man achten muss. Aber es riecht schon richtig lecker. Schauen wir mal, ob man den Wodka rausschmeckt. Ich finde, man schmeckt es tatsächlich so ein bisschen im Abgang raus. Aber jetzt nicht, dass es irgendwie so unangenehm nach Wodka oder so schmeckt. Einfach so mehr Spiciness. Pasta ist auf jeden Fall sehr al dente. Da merkt man auch, dass man beim Italiener essen ist und nicht in einem australischen, italienischen Restaurant. Also ich finde es lecker. Was ich ja auch so geil finde, ist diese Creaminess von der Pasta. Also das hat so eine richtig schöne, satte Konsistenz und Farbe. Ich habe mir das bestellt. Nicht so viel. Ein bisschen Chili haben die noch mit reingemacht. Und dadurch kommt ein bisschen so eine Schärfe durch. Ich muss sagen, schmeckt sehr geil. Aber mein richtiger Hauptgang, aua, heißt aha, ist diese Pizza Diavola. Der Teig ist so, würde ich sagen, wie neapolitanische Pizza. Dann haben wir diese schöne scharfe Salami drauf und drüber etwas Honig, so wie Fior de Latte drunter. Leute, da habe ich jetzt einfach nur unnormal Bock drauf. Die haben sogar noch ein bisschen Parmesan drüber gegönnt. Ey, das ist wirklich ein richtiger Cheat. Man könnte ja schon heute von einem dicken Cheat Day reden, würde ich sagen.
Boah, eine 10 von 10 Pizza. Der Boden ist ein bisschen angebrannt, dadurch hat er natürlich ordentlich Aromen. Ich finde es aber ganz geil. Dann diese Süße von dem Honig, gepaart mit der Schärfe von der Salami und dem öligen Fett von der Salami und dem Käse. Pizza kann sowas Geiles sein. Sophia hat sich hier eine Pizza Bianca bestellt mit Kartoffeln und Käse drüber. Und was mir jetzt auffällt und was ich aber richtig gut finde, wir haben ganze Knoblauchzehen drauf. Und zwar, ich glaube, 6 Stück davon in der ganzen Pizza drin. Ich finde es nice, ich liebe Knoblauch. Ich finde es in Kombination mit Salz und Fett einfach so was Gutes vom Geschmack. Ordentlich Käse. Hier befindet sich eine ganze Zehe drauf. Sophia isst ja den Rest der Pizza, also kann ich es ja eigentlich quasi auch essen. Das sind wie Plus und Minus, das hebt sich auf. Spinat, Knoblauch, Käse und Kartoffeln auf einer Pizza. Schmeckt gut. Ich finde, meine finde ich besser. Zum Glück hat Sophia die bestellt. Aber es kommt sehr, sehr, sehr gefährlich und sehr lecker, sehr gut gemacht. Und das Ganze für, ich glaube, 18 Euro, 16 Euro oder sowas. Nice, Mann. Das würde ich sagen, lassen wir uns jetzt echt schmecken. Das ist der Sydney Cheat Day. Lass einen Daumen an der Stelle. Kuss geht raus. Und dieser Cheat Day war einer der geilsten meines Lebens. Ein Bierchen, ordentlich Pizza. Und da darf natürlich als krönender Abschluss das hausgemachte Salted Caramel Tiramisu nicht fehlen. Also der Hauptgang gerade eben war schon ein richtiger Banger, wirklich. Ihr wisst, ich bin, was Pizzen und USA angeht, zum Beispiel sehr kritisch gewesen, weil ich in den USA, ich war schon, glaube ich, 4-mal in den USA, insgesamt schon mehrere Monate, und ich habe nie eine wirklich krasse Pizza gegessen, obwohl ich viele Spots dort probiert habe. Hier, erster Spot, direkt ein Banger. Wie eine richtig gute Pizza in Deutschland oder in Italien. Und ich finde, wir haben bei uns in Europa, in Deutschland, ein ziemlich hohes Niveau. Jetzt haben wir hier was, was ich noch nie gegessen habe, und zwar ein Tiramisu mit Karamell. Also die machen quasi ein Tiramisu, das ist ziemlich gekannt und gehypt auf Social Media. Und dann machen die so ein bisschen Karamell drüber. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist eine große Portion für einen Zehner. Da ist auch so ein bisschen was Salziges noch drin. Also Salzflakes machen die, glaube ich, auch noch drüber. Dass quasi so dieses Salty Caramel gemeinsam mit Tiramisu sich kombiniert. Ist ganz geil. Ich finde aber, für meinen Geschmack ist es zu viel Teig. Aber das ist also zu viele Biscuits drin. Ich mag es, wenn es so richtig durchgesifft mit Kaffee ist. Und dann noch ein bisschen Schnaps drin. Der Bissen war besser. Ist geil. Ist gut. Tiramisu gehört beim Italiener dazu, Leute. Niemals beim Italiener rausgehen ohne Tiramisu. In dem Sinne, wir lassen uns das noch schmecken. Was für ein Tag war das bitte. Ich muss sagen, es war sowas von kulinarisch geil geladen. Ich befinde mich jetzt schon auf Bali, wo das nächste Video folgen wird. Leider nur ein Video, weil wir für 3 Tage sind und ich 2 von den Tagen wahrscheinlich zu Fuß gehen werde, weil ich versuche, einmal Bali zu Fuß, das sind knapp 100 Kilometer, in 24 Stunden zu überqueren. Sydney hat mir kulinarisch richtig gut gefallen. Die Mochis waren eine geile Erfahrung. Das italienische Essen am Ende des Tages war der absolute Oberhammer. Und ich glaube, wir können sagen, wir haben Sydney leer gegessen. Für mich war das einer der geilsten Cheat Days, glaube ich, die ich jemals gemacht habe. Und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ihr habt ein bisschen abschmatzen können währenddessen. Das nächste Video wird mal wieder eine richtig gestörte, kranke Challenge. Wahrscheinlich das Heftigste, was ich je gemacht habe. In der Upload-Reihenfolge ändert es sich ein kleines bisschen. Und nächste Woche erwarten euch 24 Stunden im Wohnmobil in Australien. Danach kommt dann das besagte Bali-Video. Bis nächste Woche, Leute. Over and out. Ciao. Daddy. Oh yes, Baby. Rein in den Daddy. Oh yes, Daddy.